Hallo, mein Name ist Petra Berger und ich bin 46 Jahre alt. Hallo, mein Name ist Sascha Berger und ich bin 36 Jahre alt. Wir sind heute hier, um Ihnen unsere Geschichte zu erzählen, die uns dazu geführt hat, den Weg einer Leihmutterschaft zu gehen. Und zwar besteht bei uns seit 2009 der Kinderwunsch, der auch 2010 in Erfüllung ging das erste Mal. Ich bin schwanger geworden mit einem eigenen Zwillingen. Diese haben wir leider im sechsten Monat Silvester 2010 verloren. Daraufhin bin ich noch zweimal auf natürliche Weise schwanger geworden. Aber auch diese beiden Schwangerschaften endeten frühzeitig in der siebten und in der neunten Schwangerschaftswoche. Ja, danach haben wir uns für eine Eizellspende im Ausland entschieden, für eine Klinik in Barcelona. Dort sind mir beim ersten Versuch zwei befruchtete Eizellen eingesetzt worden, die sie aber leider nicht eingenistet haben. Daraufhin sind wir für einen weiteren Versuch ein paar Monate später wieder nach Barcelona geflogen. Ja, dort sind mir dann nochmal zwei befruchtete Eizellen eingesetzt worden. Davon hat sich eine dann eingenistet. Aber leider auch diese Schwangerschaft, endete in der sechsten Woche sehr frühzeitig. Dann haben mein Mann und ich uns einem ärztlichen Check unterzogen, um eben nach irgendwelchen Ursachen zu suchen, die zu den Fehlgeburten hätten führen können. Das war nicht der Fall. Es war soweit alles in Ordnung. Daraufhin haben wir uns für eine weitere Eizellspende entschieden, diesmal aber in Prag für eine Klinik. Dort sind mir auch dann im ersten Versuch zwei befruchtete Eizellen eingesetzt worden. Davon hat sich eine eingenistet. Aber auch leider diese Schwangerschaft endete ähnlich wie bei den Zwillingen damals im sechsten Monat. Da haben wir unsere Tochter verloren jetzt im Januar. Ja, und aufgrund meines Alters haben wir uns jetzt entschieden, einen anderen Weg zu gehen, um unseren Kinderwunsch zu erfüllen. Ja, und aufgrund dieser Fehlschläge haben wir uns auch währenddessen mit dem Thema der Adoption beschäftigt. Einmal hier in Deutschland, aber da wurde sehr schnell klar, dass aufgrund des hohen Altersschnitts da eine sehr, sehr, sehr geringe Möglichkeit besteht, ein Kind zu adoptieren. Daraufhin haben wir uns mit der Auslandsadoption beschäftigt und dort wurde auch nach natürlich einiger längerer Zeit klar, dass der Altersschnitt ziemlich hoch ist und wir, wenn überhaupt, sehr, sehr lange warten müssten. Aus diesem Grund haben wir uns jetzt für die Leihmutterschaft entschieden und wir möchten auf diesem Weg auch anderen Paaren, denen es vielleicht ähnlich geht, diesen Weg zeigen und eine Hilfestellung geben.